Na, ist die Woche schon gelaufen? Nein, natürlich noch nicht. Wir haben ja noch den Freitagnachmittag und Abend, zumindest mal aus europäischer Sicht. Sie sehen hier in Japan, da ist es schon dunkel und ich bin hier, naja, kurz vor Amerika-Eröffnung noch mal schnell unterwegs, um mir ein bisschen was, naja, zu greifen. Bei dem Wetter hier, da muss man viel Obst essen, Wassermelone, was es auch immer ist. Aber der Tipp, der gilt natürlich generell, trinken Sie viel, aber natürlich kein Alkohol beim Traden und essen Sie viel Obst. Aber das sollen natürlich Tipps sein, die sind eher Soft Skills. Heute ist erstmal gefragt, dass man was Wirkliches Sinnvolles aus dem Markt rausliest. Mit unserer Goldidee sind wir nicht so goldig gelaufen heute. Das war also offensichtlich nicht der Bringer. Aber trotz alledem, der Markt bietet ja auch heute Nachmittag noch ein bisschen was. Und zwar haben wir da sicherlich eine ganz gute Chance am amerikanischen Markt, dass sich da einiges tut. Denn die Abwärtsbewegung war da ja noch relativ stark nach unten unterwegs, aber die Aufwärtsbewegung im Moment, die ist relativ wackelig. Gucken Sie sich das Ganze mal im kleinen Zeitrahmen an, 5 Minuten, 15 Minuten, irgendwie sowas in der Richtung. Da sehen Sie, dass da vielleicht noch Potenzial für mehr nach unten ist. Fundamental höre ich den einen oder anderen aktuell sagen, Mensch, Kriegsszenario, mindestens Handelskrieg. Naja, wollen wir hoffen, dass es nicht mehr wird. Aber insofern nicht wirklich die besten Nachrichten, um hier reinzugehen in den Markt. Auf der anderen Seite Gold, wir haben es eben schon gesprochen, aber der Markt war ja erstmal relativ stark auf dem Weg nach unten bislang, also noch nicht so richtig dieser Safe Haven Effekt, also offensichtlich trauen die Marktteilnehmer noch nicht so richtig dem Markt die Abwärtsbewegung zu. Also insofern spannende Kiste, ich denke der amerikanische Markt, der könnte vor dem Wochenende nochmal spannend werden. Den DAX gucke ich mir übrigens um diese Uhrzeit tendenziell nicht mehr so gerne an, auf ganz kurzer Zeitebene vielleicht schon noch. Aber spätestens ab 17:30 bevorzuge ich eigentlich immer die amerikanischen Indizes, 17:30 natürlich deutsche Zeit, denn dann ist da noch der Markt offen, während der DAX ja eigentlich aufgrund der fehlenden einzelnen Aktien nur noch auf den amerikanischen Markt reagieren kann und dementsprechend da die Bewegung, naja, nicht mehr eigeninduziert ist. Also insofern, amerikanischer Markt, den auf jeden Fall nochmal auf dem Radar haben. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie da heute noch mal was Richtiges rauslesen. Nächste Woche geht es weiter. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie ein richtig tolles Wochenende haben. Vorher noch ein bisschen schön handeln und dann sehen wir uns dann in Ruhe wieder. Bis dahin, alles Gute.